Ja, seit Jahren veröffentlicht das US-Wirtschaftsmagazin Forbes eine Liste mit den 30 erfolgreichsten Unternehmern unter 30 Jahren. Und in diesem Jahr kam ein junger Mann aus Nordrhein-Westfalen mit auf diese Liste. Er hat etwas ganz Besonderes gegründet, nämlich das weltweit größte Vergleichsportal für ehrenamtliche Arbeit im Ausland. In Düsseldorf sitzt das Social Startup. Mitbegründer Pascal Christians und sein Team helfen Ehrenamtlern, einen passenden Freiwilligendienst zu finden. In über 80 Ländern können die Ehrenamtler aus 1400 Möglichkeiten wählen, ob soziale Projekte wie als Lehrer in Afrika oder als Tierschützer in Asien. Es ist alles dabei. Die beliebtesten Ziele sind Südafrika, Costa Rica und Thailand. Und Pascal Christians besucht 2 bis 3 Mal pro Jahr verschiedene Projekte und macht sich einen Eindruck vor Ort, was er dort erlebt und wie es zu seinem Vergleichsportal kommt, erzählt er uns heute, denn er ist im Studio. Herzlich willkommen bei uns. Herzlich. Ehrenamt, das ist bei Ihnen schon im Laufe des Lebens eigentlich immer so ein Thema gewesen. Sie als auch Ihr Vater waren damals auch schon Jugendtrainer. Damit ging es eigentlich los, oder? Ja, richtig. Also da war ich so 14 Jahre alt. Da begann ich in meinem Heimatdorf in Fährt, hier in Nordrhein-Westfalen, selbst als Jugendtrainer und habe auch während meiner Abiturzeit geholfen, Hilfscontainer zu packen für ein Kinderdorf in Tansania. Und wie sah das aus? Man muss sich das so vorstellen, dass Spenden gesammelt worden sind in unserer Stadt. Und dann wurde eine Truppe zusammengetrommelt und die haben sich dann darum gekümmert, die Sachen alle in einen Hilfscontainer zu packen. Das hat ungefähr vielleicht 8 Stunden gedauert, überhaupt die Sachen alle in den Container zu packen. Und das schon während der Abiturzeit. 2011 haben Sie Ihr Abitur gemacht, dann ging es weiter. Sie wollten nämlich selber noch mal in die Welt und Gutes tun. Wie leicht war das für Sie damals überhaupt, an Infos zu kommen? Wo kann man helfen? Wie kann man helfen? Ja, also das ist wahnsinnig schwer gewesen. Also ich habe wahnsinnig viel Zeit einfach gebraucht, die Sachen zusammenzutragen. Ich wusste gar nicht, wo soll ich wirklich anfangen. Und da habe ich mir überlegt, es muss doch einfach einen besseren Weg geben, wie man Freiwilligenarbeit im Ausland möglich machen kann. Und wie sind Sie dann auf die Idee gekommen, tatsächlich da Eigeninitiative an den Tag zu legen und zu sagen, okay, ich suche mit dir zusammen und helfe vielleicht auch noch anderen? Mhm. Gemeinsam mit meinem besten Freund hatten wir die Idee entwickelt. Wir haben erst eine Art Blog gegründet, viele Geschichten von ehemaligen Volontären zusammengetragen und angeboten, selbst den Kontakt herzustellen. Also auf einem manuellen Wege zwischen freiwilligen Projekt und dem Volontär. Es war so erfolgreich, dass wir irgendwann dachten, oh, das können wir nicht mehr stemmen oder wir müssen irgendwie einen großen automatischen Weg finden. Wie haben Sie denn diese ganzen Erfahrungen bekommen? Also man kennt ja jetzt auch nicht so viele Volunteers, Ehrenamtler. Haben die sich dann irgendwann an diesem Blog beteiligt oder wie haben Sie diese ganzen Geschichten zusammengetragen? Ja, genau. Also wir haben diese Freiwilligen gefragt, ob sie für uns einen Beitrag schreiben und die Geschichten gesammelt und damit einfach viel mehr Leute motiviert, diesen Schritt zu gehen. Ja, wir wollen einladen, wir wollen zeigen, wie einfach es sein kann, den Schritt zu wagen, sich im Ausland freiwillig zu betätigen. Wieso ist das für Sie immer so ein Thema gewesen? Also wieso haben Sie gesagt, ich möchte gerne im Ausland helfen, ich möchte gerne mit anpacken? Ich habe das Gefühl, das nimmt ja bei immer mehr jüngeren Menschen auch Platz im Leben ein. Aber warum war das für Sie immer so wichtig, von zentraler Bedeutung? Also ich glaube, da hatten Sie das schon richtig angesprochen, dass das Helfen und Weitergeben, dass man doch sehr privilegiert ist hier in Deutschland, hat mir einfach gezeigt, dass es auch im Ausland möglich sein muss, was Gutes zu tun. Und ich habe die Motivation einfach mitgenommen, die strahlenden Augen, die ich damals schon gesehen habe, in den Augen meiner Jugendlichen als Fußballtrainer, ja, das habe ich mitgenommen und dann habe ich gesehen, welche Möglichkeiten es im Ausland gibt. Und das ist sowas von vielfältig. Also ich kann mit Tieren arbeiten, ich kann mit Menschen arbeiten, ich kann mich für den Naturschutz einsetzen. Also ich glaube, da ist fast für jeden was dabei. Gucken wir gleich noch mal im Einzelnen drauf. Ihre persönliche Geschichte interessiert mich vor allem dahinter. Sie haben nämlich eigentlich eine ganz andere Ausbildung gemacht, die mit diesem Ehrenamtlerbereich gar nichts zu tun hat, sondern eigentlich fast das Gegenteil ist. Ja, wenn man so möchte, ja. Also ich hatte nach dem Abitur eine Bankausbildung angefangen, im schönen Strahlen, auch in Nordrhein-Westfalen. Und mir war aber relativ schnell klar, dass das nicht das Richtige für mich ist. Ich wollte einfach was bewegen. Ich wollte Sinn in meiner Arbeit finden. Und dann habe ich irgendwann angefangen, neben meinem freien Tätigkeit als Berater auch im Bankwesen die Plattform weiter aufzubauen. Und dann hatten wir das Glück, durch Investorengelder die Plattform dann zu meinem Hauptberuf zu machen. Aber als Sie damals in diesem Ausbildungsberuf waren, Sie haben den ja auch nicht abgebrochen, Sie haben das Ganze ja noch zu Ende gemacht. Ja, selbstverständlich. Auch wenn ja. Also ich glaube, das haben mir meine Eltern gut mitgegeben. Dass wenn man wichtige Sachen im Leben beginnt, dann sollte man die auch durchziehen und nicht direkt in den Sack hauen. Natürlich hier und da war es ein bisschen schwierig. Ich wollte relativ viel kreativ arbeiten. Das war nicht immer ganz möglich.
An den Kollegen lag es sicherlich nicht. Also das waren die nettesten Kollegen, die ich jemals kennengelernt habe. Aber tief im Inneren war vielleicht die Bank nicht das Richtige für mich. Okay, das ist ja wahrscheinlich dann so der klassische Moment. Man geht abends nach Hause und merkt irgendwie, ist das wirklich das, was ich mein Leben lang machen will? War das bei Ihnen auch so? Ja, richtig. Also ich möchte gern sehen, was ich am Ende des Tages geleistet habe. Wenn ich jetzt so eine internationale Freiwilligenplattform habe, bekomme ich natürlich viel Feedback von internationalen Volontären. Ich sehe, wie sich diese Plattform langsam immer weiter professionalisiert. Ich sehe sie wachsen. Ich habe am Ende des Tages ein Ergebnis, auf das ich stolz bin. Und natürlich das Soziale steht für mich im Vordergrund. Ja, ich kann etwas bewegen in der Welt und anderen helfen, Gutes zu tun. Wie funktioniert denn diese Plattform jetzt selbst? Also stellen wir uns mal vor, ich hätte jetzt Interesse und hätte Zeit, im Ausland zu helfen, mit anzupacken. Wie gehe ich da vor? Was genau machen Sie da? Also es ist super kinderleicht bei uns. Also ich gehe auf volunteerworld.com, ja, und dann empfängt einen schon der Chat. Also was möchtest du machen? Wie alt bist du? Welches Budget hast du? Wohin soll es gehen? Wir helfen bei allen Fragen direkt. Wir nehmen den Kunden an die Hand und dann machen wir es ihm ganz einfach, das richtige Projekt zu finden. Aber es ist ja jetzt so, also wenn ich gar keine Ahnung habe, so einfach weiß, ich will helfen und ich habe Zeit, wie komme ich denn dann überhaupt auf das richtige Thema, auf das richtige Projekt? Wer kann mir da helfen, dass ich überhaupt weiß, in welche Richtung ich dahin steuere? Also grundsätzlich gibt es so drei Strömungen. Ich würde sagen, es gibt die Hilfe für Tiere, die Hilfe mit Menschen. Wie sieht das aus, Hilfe für Tiere zum Beispiel? Ja, also vom kleinen Tier bis zum ganz großen Tier. Also wir haben super ethische, tolle Elefantenprojekte, wir haben Projekte mit Raubkatzen, wir haben mit Affen Projekte und auch Unterwasserprojekte. Ja? Also Schildkröten, Delfine, Wale. Was macht man da dann genau mit denen? Also beim Affenprojekt beispielsweise kümmert man sich für verwaiste Affen oder für Affen, die misshandelt worden sind leider, und versucht sie möglichst wieder in die freie Natur zu lassen. Beim Tauchprojekt muss man auch viel mit Daten arbeiten. Man schaut, wie groß ist das Korallenriff beispielsweise. Oder bei Schildkröten, da hilft man einfach, wenn die Schildkröten schlüpfen, ja, dass sie dann gesund ins Meer kommen. Das hört sich aber süß an. Ist auch süß. Das ist auch süß. Also das ist natürlich auch harte Arbeit. Ja? Also es ist ja jetzt nicht nur Zuckerschlecken dann vor Ort, aber man merkt auch, dass man was bewegen kann und ist, glaube ich, was man sein ganzes Leben niemals wieder vergessen wird. Ich glaube, ein Projekt ist aber auch beispielsweise praktisch ein Kinderheim mit aufzubauen, oder? Ja, also meistens Kinderheime, Schulen. Für solche Projekte sollte man sich auch ein bisschen mehr Zeit nehmen. Also es bringt wenig, wenn man 2-3 Wochen sich mit Kindern engagiert und dann ist man schon wieder weg. Kinder wollen natürlich jemanden haben, den sie gerne haben. Sie wollen eine Beziehung aufbauen. Und deswegen legen wir bei Projekten mit Kindern besonderen Wert darauf, dass dies langfristig geschieht. Wenn Sie jetzt mal so überlegen, Sie machen das Ganze ja schon eine ganze Weile auch. Was ist denn so die schönste Geschichte, die in Erinnerung geblieben ist von einem Ehrenamtler, der zurückgekommen ist und vielleicht vorher gar nichts mit dem Thema der Brause hatte? Ich glaube, solche Familiengeschichten packen mich immer. Also dann hat ein amerikanisches Pärchen mit den Kindern wollte irgendwas machen auf der Welt. Wie Sie sagten, wussten gar nicht genau, was sie machen sollten. Und dann hatten wir ihn empfohlen zu einem Projekt in Thailand, die sich kümmern um Elefanten. Das ist ein wahnsinnig großes Naturschutzreservat. Und sie haben dann nachher noch mal eine E-Mail geschrieben und bedankt, was für eine wahnsinnig tolle Zeit es war. Also den Kindern ging es wahnsinnig gut. Sie haben viel gelernt über das Tier. Und ich glaube, das wird auch unvergesslich sein. Wenn Sie vermitteln und irgendwann merkt dann aber derjenige, der vor Ort ist, das ist hier gar nicht meins, das ist gar nicht unbedingt mein Projekt, wie geht man dann vor? Ja, also da ist ja Volunteerworld natürlich ideal. Wir haben 1400 Projekte und dann kann sich der Freiwillige einfach mit unserem Service in Verbindung setzen und dann finden wir gemeinsame Lösungen, denn wir können natürlich dann im Land selbst auch nochmal das Projekt tauschen. Wie profitieren Sie da jetzt davon? Also ich meine, Sie vermitteln diese ehrenamtlichen Projekte, aber wie verdienen Sie jetzt Ihr Brötchen damit? Also man muss sich vorstellen, dass man für die meisten Projekte einen gewissen Beitrag zahlen muss, Programmgebühren. Man bezahlt nicht selbst, um zu arbeiten natürlich, aber man zahlt für die Unterkunft vor Ort, man zahlt für Essen und Trinken, vom Transport, vom Flughafen zum Projekt, vielleicht für ein touristisches Rahmenprogramm am Wochenende. Und das organisiert alles die NGO, die Organisation vor Ort für einen. Und wir bekommen von diesem Programmbeitrag eine Provision. Okay. Als Sie erfahren haben, dass Sie auf die Forbes-Liste kommen als jüngster Unternehmer, wie war das für Sie? Also es war natürlich überwältigend. Ich war gerade in London mit einer sehr guten Freundin. Und wir saßen im Restaurant und dann wurde mein Name genannt. Ja, also ich war nominiert, das wusste ich schon. Aber dass ich wirklich tatsächlich drauf bin, damit habe ich natürlich geliebäugelt, aber nicht gerechnet. Und ich habe mich unwahrscheinlich gefreut, dass ich dann da drauf war. Und das ganze Team, also ich habe natürlich direkt meine Eltern angerufen, mein Team angerufen. Ja, und wir waren alle aus dem Häuschen und wahnsinnig stolz bin ich auf das ganze
Team, auf die ganze Mannschaft, auf alle Leute, die mitgewirkt haben. Ist auch eine super Leistung und ein tolles Projekt. Danke, dass Sie uns davon erzählt haben. Ja. Pascal Christians aus Düsseldorf. Ja.